Moin und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Day- und Swing-Training-Sektion der Formationsdata am Mittwoch, dem 28. Januar 2015 und der Blick auf den DAX und wir zählen mal die höheren Schlusskurse, lassen sich nicht von den Farben der Kerzen verwirren. Wir haben hier Schlusskurs, höheren Schlusskurs 1, 2, 2 zu 1 und dann 3 zu 1, 4 zu 1, 5 zu 1, 6 zu 1, hat ja einen höheren Schlusskurs, 7 zu 1, 8 zu 1, 9 zu 1, 10 zu 1. 10-mal höherer Schlusskurs, einmal tieferer Schlusskurs und gestern tatsächlich wieder ein tieferer Schlusskurs. Das, was ich Ihnen gestern gesagt hatte, trotz minus 1,57% am gestrigen Tag, hat auch heute nach wie vor Bestand. Dieser Index ist nicht zu shorten. Dieser Index hat eine höhere Wahrscheinlichkeit in Richtung 11.000 zu laufen und es muss bei 11.000 nicht Schluss sein. Der kann auch weiterlaufen. Nur 11.000 ist im Moment rein technisch gesprochen aktiviert, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, als dass wir in Richtung 10.090 laufen sollten. Aber selbst wenn, wäre das immer noch viel, viel mehr bullisch. Das wäre dann sogar mittelfristig interessant. Das ist nur kurzfristig interessant. Wenn wir einmal auf die Stunde schauen und gleich macht ja der Xetra-Kurs auf, in ziemlich genau jetzt oder einer Minute. Wir werden mal eine Kurzlücke öffnen, im Bereich von 10.700 Punkten öffnen. Und haben Potenzial, eine Fortsetzung zu machen. Sogar in Richtung 10.810 Punkte. Wir müssen nicht ganz hochlaufen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wenn der Markt es schafft, das aus dem Weg zu nehmen, ist die 11.000 aktiviert worden. Es hängt ganz davon ab, wie vorbörslich zum Beispiel unsere Biogen berichten wird. Heute wird noch Google berichten. Morgen kommt Alibaba. Ich glaube, heute ist Facebook oder morgen ist Facebook. Also große Unternehmen, die Zahlen bringen und das kann natürlich dazu führen, dass der Markt früher oder auch später diese Widerstandszone aus dem Weg räumt. Gestern Abend hat ja Apple im wahrsten Sinne des Wortes ein Rekordquartal veröffentlicht. Ich glaube, die Zahlen fürs iPad sind rückläufig gewesen, aber Allzeithoch für Macs, Allzeithoch für iTunes-Verkäufe, Allzeithoch für iPhone-Verkäufe, dass das möglich ist, hätte ich nicht gedacht, ist aber auf jeden Fall so. Also der langen Rede kurzer Sinn, schafft es der Markt mit Hilfe der Quartalsergebnisse plus heute FOMC-Protokoll sofort diese Widerstandszone aus dem Weg zu räumen, sind wir in Richtung 11.000 unterwegs. Falls der Markt es nicht schafft, hier diese Zone aus dem Weg zu nehmen und rein technisch ist es eher wahrscheinlich, dass wir uns hier noch ein bisschen aufhalten, dann gibt es mehrere Variationsmöglichkeiten. Entweder wir laufen wieder bis zum Tief, was wir gestern generiert hatten, im Bereich von 10.585, und machen hier eine Konsolidierung und brechen es dann bullisch auf. Oder der Markt läuft in Richtung 10.500 bis 10.450 Punkte. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Zone halten sollte, ist deutlich größer, werde ich Ihnen gleich zeigen. Und dann ist die 11.000 aktiviert worden. Aber nochmals, der Markt kann, der Markt darf und der Markt macht, was er will. Wir versuchen immer nur, das Wahrscheinliche zu erkennen und dann das Wahrscheinlichere auch zu traden. Das bedeutet, diese Zone muss nicht halten. Es gibt eine gute Möglichkeit, eine gute Wahrscheinlichkeit, dass sie Unterstützungszone hält. Wenn sie nicht hält, dann haben wir 10.300 und dann 10.150. Warum sage ich Ihnen, dass wir eine gute Möglichkeit haben, dass diese Zone hält? Schauen Sie, wir haben ja diese bärische Keilformation gebildet. Und wir haben diese bärische Keilformation bärisch aufgelöst. Scheitern dran. Da kommen wir ran und dann mit einer offenen Kurslücke springen wir drüber und dann laufen wir. Und wir haben hier also eine doppelte Trendlinie, die uns potenzielle Unterstützung gibt. Ich mache das jetzt mal ganz groß und zoome nochmal raus, damit Sie es vielleicht besser erkennen können. So, das kommt ja noch von weiter hinten. Sehen Sie diese doppelte Widerstandszone? Kurzfristig wäre es technisch gesprochen unwahrscheinlich, dass wir sofort da drunter fallen. Deswegen sage ich Ihnen auch, wenn er zum Beispiel einen Schatten macht und hier in Richtung 10.450 kommt, das ist eher wahrscheinlich, dass es hält und dass wir dann in Richtung 11.000 laufen werden. Und nochmals, wir müssen gucken, was die Quartalsergebnisse sagen. Wir müssen gucken, was natürlich das FOMC-Protokoll heute Abend sagen wird. Das kann natürlich dazu führen, dass der Markt eine größere Bewegung nach unten macht oder direkt in Richtung 11.000 laufen möchte. Fragen, das möchte ich vielleicht auch beantworten und ungefragterweise. Warum ich hier keine Trendlinie eigentlich einzeichne? Wir könnten ja mal hier zum Beispiel eine Trendlinie einzeichnen. Ja, könnten wir, aber die ist so steil, wenn ich ein bisschen rauszoomen würde, schauen Sie sich das an. So steile Linien haben wenig Aussagekraft. Sie brauchen Linien, die in einem nicht ganz so steilen Grad nach unten oder nach oben
gehen. Und deswegen halte ich es persönlich für nicht sinnvoll, jetzt zum Beispiel das mit dem zu verbinden, da ganz hochzuziehen. Selbst wenn diese Linie bricht, ist der Markt dann nicht bärisch. Und darum ist in so dynamischen Zeiten sind das nochmal aus edukativer Sicht für Sie, aus meiner Sicht horizontale Marken viel, viel wichtiger. Wenn der Markt einen vernünftigen Trend bildet, vernünftige trendbegrenzte Linie bildet, dann können wir sehr gut und sehr gerne mit Trendlinien arbeiten. Ansonsten in dynamischen Zeiten sind horizontale Marken deutlich hilfreicher. Gestern hatte ich Ihnen die Comdirect-Bank gezeigt und man muss sagen, die Comdirect-Bank hat sich an einem sehr bärischen Tag extrem gut geschlagen. Und nochmals, die Absolventen unseres Mentorprogramms wussten von dieser Aktie schon am Wochenende und hatten entsprechend natürlich auch Zeit, sich darauf technisch vorzubereiten, für sich selbst zu entscheiden, wie sie und ob sie das traden wollen. Was ich Ihnen aus edukativer Sicht zeigen möchte, ist, schauen Sie sich mal diese Kerze an. Diese Kerze hat schon Volumen. Ich hoffe, dass Sie es erkennen können. Ich gucke mal, ob ich das ganz schnell größer kriege. Erster Versuch, zweiter Versuch und letzte Chance vorbei. Okay, ob ihr wirklich richtig steht, wie war das nochmal? Hat mehr Volumen, sieht man aber. Was meinen Sie? Wie viele Leute dann gesagt haben, oh, guck mal, große rote umschließende Kerze, Engulfing-Kerze, ich shorte jetzt den Markt und setze meinen Stop da drüber. Und schauen Sie sich mal dieses Volumen an. Und vor allen Dingen schauen Sie mal, wo das Volumen reinkommt. Hier im Ausbruch. Und das ist indikativ dafür, dass die Shorts hier alle rausgenommen worden sind und dann auch noch Bullen in den Markt reingegangen sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass Comdirect dieses Mehrjahreshoch bestätigt und eine Fortsetzung in Richtung 9 Euro macht, ist deutlich größer aktuell. Wir haben heute Vormittag, kann ich Ihnen jetzt gerade nicht sagen, wo die Comdirect notiert, aber falls der DAX noch ein bisschen zurückkommen will und falls wir nochmal in Richtung so 8,61 kommen sollten, sehr, sehr interessante Unterstützungszone. Was man nach wie vor im Auge behalten muss, ist die Norma Group. Bei der Norma Group würde ich Ihnen gerne einmal kurz den Wochenchart zeigen. Und das ist wieder eine klassische bullische Konsolidierung. Die Aktie gibt es ja gerade so seit ja, 2011. Sehr starker Anstieg von 10 hoch auf 40, konsolidiert. Und wenn wir hier diesen Widerstand aus dem Weg räumen, ist eine Fortsetzung wahrscheinlicher. Ob wir das jetzt machen werden in den nächsten Tagen und Wochen oder ob der Markt nochmal den Weg runter antreten möchte, bis wohin auch immer, das weiß ich nicht. Das muss ich auch nicht wissen. Das Einzige, was ich wissen muss, ist, wenn diese Widerstandszone aus dem Weg geräumt worden ist, dann hat der Markt Potenzial für eine Fortsetzung. Die Talanx-Gruppe hat wiederum vorgestern ja diese Bullenflagge bullisch aufgelöst. Schauen Sie. Das ist dieser dynamische Anstieg, dann konsolidiert der, dann gibt es die nächste Stange und dann gibt es hier wieder die nächste Konsolidierung. Und der Markt hat Potenzial, eine Fortsetzung zu machen, hat hier diese Widerstandslinie aus dem Weg geräumt. Ich tue mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer, wenn der Markt von 25 auf 27 steigt, dann sofort zu sagen, okay, der ist ausgebrochen, ich gehe jetzt wieder rein. Falls der uns aber hier wirklich in dieser Zone so eine mehrere Tage Seitwärtsphase bieten sollte, 3 Tage, 4 Tage, dann ist es durchaus interessant, das auf der bullischen Seite zu traden. Was ich Ihnen noch zeigen möchte, definitiv ist die KUKA, denn die KUKA hatten wir gestern im Bereich der Unterstützung über die kleinere Zeiteinheit gekauft, über den zum Beispiel 6- oder 4-Stunden-Chart kann ich Ihnen das zeigen. Und dann hat der Markt tatsächlich es nicht geschafft, einen Ausbruch. Ich habe die untere Linie jetzt gar nicht über die kleinere Zeiteinheit eingezeichnet. So. Stange, Konsolidierung. Ganz einfach. Wenn der Markt jetzt hier wirklich anfängt, Stärke zu zeigen, sind wir mit dabei. Wenn er nicht anfängt, Stärke zu zeigen, ziehen wir den Stop nach und werden dann aus der Position rausgehen. Das hier finde ich nicht so hilfreich. Falls der Markt Stärke zeigt und hier hinkommt, werden wir den Stop enger anpassen. Aus einem ganz einfachen Grund, das ist auch meinem Dafürhalten relative Schwäche. Und da gibt es gerade einfach interessantere Aktien, die auch mehr Dynamik versprechen. Und deswegen würde ich jetzt eine KUKA nicht heiraten und sagen, okay, du musst aber jetzt und du schaffst das schon, ich glaube an dich, sondern da würde ich eben andere Möglichkeiten wahrnehmen, wie zum Beispiel eine Nordex, was ich Ihnen gezeigt hatte, oder auch was wir heute miteinander besprochen haben. Beim US-Markt bleibt immer noch der Nasdaq 100 für uns interessant. Stange, Flagge. Bullenflagge, Potenzial für eine Fortsetzung. Mit dem, was Yahoo und Apple vorgegeben haben, wenn wir aller Voraussicht nach mit einer offenen Kurslücke hier eröffnen,
Schauen wir uns in aller Ruhe an. Dafür muss der Markt über die 4,3 gehen. Das wäre für die Index-Trader interessant. Und was ich Ihnen noch zeigen möchte, eine Aktie noch ganz schnell bei den US-Amerikanern. Paycom gibt es nicht lange. Gibt es erst seit 2014 seitwärts konsolidiert. Dann der Ausbruch. Und jetzt konsolidiert er nochmal. Ich sage Ihnen nicht, der geht hier durch. Ich hoffe auch, dass er sich noch ein, zwei Tage Zeit lässt. Mal gucken Sie mal, da hat hier ein höheres Hoch, höheres Hoch, höheres Hoch. Ach, gleiches Hoch, höheres Hoch. Der soll gerne mal ein, zwei Tage seitwärts laufen. Und wenn er das macht, dann hätten wir Interesse, diese Bullenflagge bullish zu traden. Kann auch sein, dass er den ganzen Weg zurückkommt. Weiß ich nicht. Aber wir gucken uns das an und finden die Formation sehr interessant. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie würden mir eine große Freude machen, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Wenn Sie das mit Freunden, mit Kollegen auf Facebook oder in irgendwelchen Foren verlinken, würde ich mich sehr freuen. Möchte es nicht vermissen, Ihnen gesagt zu haben, gleich haben wir noch eine Forex-Ausgabe für Sie. Silvio ist nachher für Sie da mit einer gesonderten Ausgabe zu den US-amerikanischen Indizes. Und dann haben wir heute Abend natürlich eine Rohstoff-Tagesausgabe für Sie. Mein Name ist Hamed Esnachari und ich wünsche Ihnen, dass Sie klug handeln, dass Sie gut handeln und natürlich, dass Sie erfolgreich handeln. Bis hoffentlich später.